So, und damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Forzathon hier in Forza Horizon 3. Und heute mal nehme ich am Mittwoch komischerweise auf. Man sieht da unten, endet in ungefähr 50 Minuten, also ist heute schon Mittwoch. Gestern ging es ja aber nicht zeitlich, aber heute mit Schneiden und Hochladen, das schaffe ich noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich nehme jetzt gerade Dialoge, also kurz nach 8 auf, aber das kriege ich hin. Das heißt, dieser auch unvergesslich, ja, es ist der letzte, also wird auch unvergesslich sein, hoffe ich zumindest. Horizon erkennt den König der Elemente an. Anspielung auf den Zestor Elemento. Und wieder vier Sachen und auch diesmal einen Wagen zu gewinnen. Oder wieder zu gewinnen. Und zwar das erste wäre offene Einladung. Schließen Sie ein Online-Abenteuer ab, um drei Lose zu erhalten. Na, gewinnen. Wie ihr wisst, machen wir nicht. Dann das nächste. Am Ziel vorbei. Verfügen Sie 5 dreifache Überholenfähigkeiten, um 80.000 EP zu erhalten. Machen wir auf jeden Fall. Dann das sechste Element. Gewinnen Sie an der Meisterschaft, um den Lamborghini Sesto Elemento zu erhalten. Habe ich zwar schon, aber wir machen es trotzdem. Und verwöhnt habe ich schon gemacht. Montieren Sie einen Rocket Bunny Bausatz. Ich meine, ganz ehrlich, das muss ich glaube ich nicht zeigen, ne? Wie man einen Rocket Bunny anbaut. Das ist jetzt nicht so sehenswert, aber die Meisterschaft, das ist jetzt nicht so sehenswert. Aber die Meisterschaft, die machen wir natürlich. Und zwar fahren wir heute mal den Jaguar F-Pace. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Karre, finde ich. Fahre ich leider nun relativ selten. Für viele Karren, viele. Ich fahre hier viele Karren im Spiel, wirklich viel zu selten. Obwohl alle so viele einfach so geile Autos sind. Wir machen heute drei rein und ich habe die KI ein wenig runtergeschraubt. Ein ganz klein wenig. Horizon SUV-Heldenmeisterschaft. Zeigen wir den Leuten, was in diesen Großstadtgiganten so drinsteckt. Das können wir machen. Großstadtgiganten. Ich meine, ja, wer kauft sich ein SUV für die Großstadt? Das ergibt absolut keinen Sinn. Das ist einfach nur unpraktisch. Naja. Und F-Pace finde ich wirklich, ich habe auch schon mal einen in echt gesehen. Das war, glaube ich, war in so einem dunkelblau-schwarz. Das sah richtig geil aus. Der sah schon ziemlich böse aus. Ist auch nicht so ein übertrieben riesiger SUV, wie jetzt, weiß ich, eine G-Klasse oder so ein Bentayga. Sind schon nochmal eine Ecke größer. Der geht noch. Und sieht nicht so riesig und schwer aus. Der hat einen fucking V6 Kompressor, ja? Also was immer mehr. Sound ist geil, schon Achtgang-Automatik. So muss das sein. Wir brauchen 5 einfache Überholfähigkeiten. Ich kann ja auch mal kurz den Erfolgstracker anmachen. Das heißt, wir brauchen das hier. Und das Richtige war es jetzt, ne? Genau. Wir brauchen 3 einfache Überholfähigkeiten. Also ich lasse mich mal kurz wieder selber überholen. Also heißt, wir müssen eigentlich 3 auf einmal überholen oder 3 in einem sehr kurzen Zeitraum. Alles fahrt vorbei, Leute. Ich mache nicht wirklich genug Platz. Ihr könnt ruhig vorbei. Ich gönne es eh nicht mein Ziel. Ist euch, glaube ich, auch klar. Oh, ist das seelt? Jawohl. Ist ja super. Deswegen gleich wieder überholen lassen. Nehmen wir die gleichen 3 Typen nochmal. Ist ja super, ne? Und das jetzt 5-mal an den gleichen Typen machen. So. Na, du überholst hier nicht mehr, mein Freund. Gott. Gott, das war ja wohl mehr als 3-mal. Ja, wohl hat gezählt. Perfekt. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, die Fähigkeit. Das ist nur auf höheren Schwierigkeitsgraden jetzt nicht so das Einfachste. Halt schon mal genau gucken. Hier jetzt Hilfe das ein bisschen runtergestellt. Also für neue Rennfahrer. Hallo. Zählt nicht? Halt nicht. Komm. Dann wieder überholen lassen. Oder freundlich vorbeilassen. Ich kann auch mal nett sein, ne? Und heute einmal nett zu der KI. Nee, die haben zu großen Abstand. Jawohl. Das wird doch wohl gezählt haben, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, wenn das nicht genug dreimal wohl war, dann war das war sogar 4 eigentlich, ne? Nicht richtig zählen kann. Oder? Das waren gerade sogar 4. Hier
Ja, easy, ne? Dann kann ich auch am nächsten Rennen wieder die Schwierigkeit hochschrauben. Dass es auch ein bisschen eine kleine Herausforderung wird, ne? Ja, komm. Halt nicht. Aber wirklich geiler Sound vom Jaguar, finde ich. Komm. Okay, warte. Ich war zu langsam wahrscheinlich. So, das war ein zu großer Zeitraum für die ganzen Überholungen. So, alle bitte vorbei. Ja. Na, X5? Was geht? Immer nicht so viel. Ich glaube, eine schaffen wir noch. Ja, das war ja wohl die Premium. Was? Gott, ich wollte nur sagen. Jetzt hier, also können wir wieder Gas geben. Die letzte Runde. Dann mache ich den Erfolgstracker mal kurz wieder aus. Den brauchen wir ja nicht mehr. Den Rest kriegen wir auch so hin. Was auch dazu kommt wegen der Aufnahme, und zwar gestern waren die Server wieder irgendwie so ein bisschen am Arsch. Deswegen, da gehen online gar nichts. Weder, weiß ich, irgendwie Auktionshaus ging nicht, bei mir zumindest. Man kann da Designs oder so downloaden. Club ging nicht alles. Weil die Folge ging anscheinend auch nicht, wie ich gehört habe. Deswegen hat das eh nichts gebracht, den gestern zu machen, wenn die eh nicht aufploppen. Dann dachte ich mir, komm, machst du das heute mal direkt hier am Mittwoch. Warum nicht? Auch mal was ein bisschen probieren. Weil eigentlich ist es ja bei mir so, wegen dem Internet, muss ich eigentlich immer einen Tag früher aufnehmen. Muss dann am nächsten Tag hochzuladen, aber ich meine, die Folge hier, ich weiß, die wird nicht so lang werden. Weil ich den Sesto auch eh nicht fahren werde. Was ich aber machen werde, ich werde euch den Sesto in der Endcard verlinken. Oder zumindest die Fahrzeugfolge, wo ich den gefahren bin. Und die Let's Play-Folge vielleicht auch. Da bin ich ihn ja auch gefahren. Kann ich machen, aber fahren werden wir den jetzt nicht nochmal extra. Bin jetzt schon ausgiebig gefahren, ich glaube, 3 Videos dazu, die sollten reichen. Immer gestern habe ich halt. Wenn mir auf Twitter folgt, der weiß vielleicht, worüber ich rede. Denn ich habe gestern ungefähr 8 Stunden aufgenommen. Von ungefähr. Also, ich auf, also insgesamt von mittags 12 so bis abends um 9. Davon noch eine Stunde Pause. Habe ich ja sonst eigentlich durchgehend aufgenommen. Aber was es ist, was ich aufgenommen habe, das habe ich euch leider nicht verraten. Dürfte ich schon, aber ich verrate es nicht. Es ist auf jeden Fall was sehr Cooles. Ich dachte, das auf dem geht vielleicht ein bisschen schneller, dauert nicht so lang. Ich dachte eher so, na, 2, 3, 4 Stunden. Ja gut, waren denn eher so 8? Da war ich so gegen 21 Uhr fertig und dann könnt ihr euch vorstellen, nach 8 Stunden aufnehmen, habe dann außerdem noch keinen Bock, nochmal den Forza-Ton jetzt zu machen. Das ist dann doch ein bisschen, also da war ich auch so ein bisschen, ich sag mal, fertig. Weil aufnehmen kann auch anstrengend sein. Wir denken, ist ja nur klar, hier auch YouTube nur ein bisschen zocken und so fertig ist. Typ ist nicht nur ein bisschen zocken. Die Dinge haben einfach nur keine Ahnung. Und jetzt denken, weiß ich, irgendwie, jetzt größere Let's Player, weiß ich, die machen am Tag, weiß ich, vielleicht ein Video schnell, ein bisschen zocken, ganzen Tag nur chillen. Das ist so, so ist kein YouTube. Die Leute haben einfach keine Ahnung. Und auch für mich, wenn ihr Videos seht, da steckt viel, viel mehr Arbeit hinter, als nur die halbe Stunde da zocken oder so. Viel, viel mehr. Wie gesagt, auch gestern hier die 8 Stunden an diesem einen Video. Das wird auch eigentlich ein relativ großes Video werden, aber trotzdem braucht man dafür so lange. Oder ich habe dafür so lange gebraucht, weil es ist halt sehr, sehr aufwendig. Und wir gewinnen 40.000. Naja. Dann geht's zum zweiten Rennen. Willkommen zurück. Nochmal wegen YouTube wollte ich noch ein bisschen was zu sagen. Ich meine, wenn ihr jetzt meine Videos seht, was ich jetzt jeden Tag, weil halt Drag Race vielleicht nur eine Minute, mal jetzt eine normale Folge, sowas hier, sag mal zwischen 15 und 30 Minuten, ist ja an sich jetzt nicht so viel Zeit. Aber hinter so einer Aufnahme steckt noch ein bisschen mehr, ne? Muss ich ja auch die ganze Technik anmachen, alles vorbereiten. Dennoch eigentlich vor jeder Aufnahme nochmal eine Testaufnahme, also einen Aufnahmecheck, ob alles auch funktioniert, der Ton richtig ist, ob alles synchron läuft, ist natürlich auch immer wichtig. Das muss ich überprüfen. Und halt auch an sich mich um Aufnahmen kümmern, wann nehme ich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Silas aufnehme, wann nehme ich mit ihm auf, wie ist das zeitlich? Auch mit den Drag Races, ich muss immer einen Partner finden, der mit mir aufnimmt. Ich muss das koordinieren. Ich muss Vorschläge sammeln, das alles organisieren. Das ist auch eigentlich teilweise relativ viel Arbeit. Und auch gestern für diese Riesenaufnahmen muss ich mir auch eine Menge Zeit nehmen und mir überlegen, was ich genau mache.
wenn ich jetzt auch Musik anblende, dann muss ich auch natürlich Copyright frei und alles. Wenn ich jetzt mir ein neues Kanalbild mache, ein neues Intro mache, wird ja auch viel Arbeit zu. Muss man alles bedenken. Dann auch mal gucken, halt einen realistischen Uploadplan zu machen, dass das auch alles halbwegs passt. Die Videos müssen pünktlich ankommen, die musst du alle hochladen. Denn wenn sich der Upload noch nachts aufhängt, tja, da hab ich eigentlich ein großes Problem. Weil hochladen mache ich eigentlich aus wegen meinem Internet immer nachts. Weil da geht es eigentlich immer am schnellsten und es stört quasi keinen. Während ich was hochlade, kann ich eigentlich nichts anderes im Internet machen. Dann irgendwie nebenbei Videos gucken oder so online spielen, ist sehr schlecht. Ich kann den Upload sogar eigentlich direkt wieder aufhängen. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist halt alles relativ viel Arbeit. Das, obwohl ich quasi jetzt nur ein Video pro Tag mache. Ich mache jetzt nicht jeden Tag was für YouTube, das muss ich auch sagen. Ich mache jetzt nicht jeden Tag ein bisschen, ich mache meistens halt an ein paar Tagen ein bisschen mehr, darf halt an anderen Tagen nichts. Das kann ich mir leisten. Weil ich auch irgendwie auch einen Uploadplan habe. Man muss halt so vieles da auf so vieles achten, so vieles koordinieren. Man hat natürlich auch, ich sag mal, so ein kleines bisschen, nicht ein ganz kleines bisschen, so eine Art Druck. Man möchte ja schon gerne das, was man auch sagt, ins Versprechen, was man sich vornimmt, will man auch alles gerne einhalten. Und man will auch gerne seine Zuschauer glücklich machen. Das ist halt nicht immer einfach. Natürlich bestes Beispiel Drag Race ist, immer so erstmal Typen finden, die das mit mir machen. Da ja Drag Race so oft kommen, muss ich auch das halt relativ oft machen. Also ich nehme Drag Race schon ein bis zweimal die Woche auf. Das war früher mal anders, früher war das einmal im Monat. Das hat sich aber mittlerweile über die Monate geändert. Auf ein bis zweimal die Woche. Dann halt auch die Multiplayer-Sachen mit Silas. So auch immer alles genau absprechen. Das nimmt auch alles so viel Zeit in Anspruch. Und man sieht auch so viel, ich sag mal, wenn ich auf Twitter was mache oder wenn ich irgendwie. Ich denke einfach quasi über alles Mögliche nach, was ich hier für, ich sag mal, diesen Account mache. Für Social Media, für einfach nur so jetzt, für YouTube oder an sich irgendwie welche organisatorischen Sachen, Design-Sachen. Muss mir alles wirklich haargenau überlegen. Das ist halt viel mehr als dieses, ich sag mal, 30 Minuten da am Tag ein bisschen da machen. Auf der Konsole sitzen und zocken. Es gibt wirklich einige, die das wirklich so denken, dass wirklich auch, ich sag mal, größere YouTuber den ganzen Tag nur, was ich am PC sitzen, zocken, dann halt immer eine Folge aufnehmen, fertig ist. Nein. Man hat als, ich sag mal, YouTuber viel, viel mehr zu tun. Ich kann jetzt nur im Kleinen so für mich sprechen, was ich jetzt so mache. Aber das ist man halt schon ein bisschen auch so, ich sag mal, auf andere YouTuber so ein bisschen vergleichen und das halt auf die beziehen. Und ich mache ja eigentlich auch schon relativ viele Videos. Ich habe jetzt ja schon über 600 gemacht. Das ist einfach schon ist ziemlich viel. Also nochmal was wegen Drag Races. Wenn dieses Video online kommt hier am Mittwoch, dann nehme ich übrigens keine Drag Race Vorschläge mehr für Forza Horizon 3 an. Für Forza 7, da nehme ich schon welche an, weil da wird es auch wieder Drag Races geben. Aber für Horizon 3 nehme ich keine mehr an. Weil ich werde auch, morgen ist das letzte Mal, wo ich ein Forza-Spiel spielen werde. Bis zum Release von Forza 7. Denn dann mache ich wie jedes Jahr eine Art Forza-Pause. Das heißt, ich spiele ungefähr einen Monat immer keine Forza und an sich auch keine wirklichen Rennspiele. Wenn sowas wie ATS oder Trials würde ich jetzt noch spielen. Das ist kein wirklich richtiges Rennspiel, sag ich mal. An sich sowas wie Forza, so Race Room, Project Cars wird alles nicht gespielt. Also das hat den einfachen Hintergrund, um einfach noch quasi die Lust, die Vorfreude auf das nächste Spiel wieder zu erhöhen. Das mache ich jedes Jahr. Deswegen. Da wieder auch mitten zur Organisation habe ich halt auch noch was vorproduziert. Erstmal die ganzen Drag Races bis zu 100 sind alle vorproduziert. Also die jetzt ab. Ich guck mal kurz. Ab Drag Race 92, die werden alle vorproduziert sein. Da habe ich noch ein paar Folgen halt von einem neuen Format. Die Silas habe ich auch auf alles vorproduziert. Das ist auch wieder halt die ganze Sache mit Organisation. Wann mache ich das zeitlich? Ich kann von Glück reden, dass ich ja jetzt aktuell noch frei habe. Ich meine, Donnerstag ist mein letzter freier Tag, dann beginnt die Ausbildung. Aber ich kann von Glück reden, dass ich jetzt auch die ganze Zeit frei habe, weil sonst würde ich das alles gar nicht schaffen. Weil so viel aufnehmen, das ist eigentlich schon. Das ist wirklich schwer. Aber die ganze Arbeit, die mache ich mir alle sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Es ist einfach cool. Deswegen mache ich auch gerne weiter. Allerdings halt auch im September oder ab September nicht mehr so viel. Also ich kann euch sagen, im September kommen halt immer noch Dry. Ich bin ein Texaner.
kommen immer noch 3 Drag Races pro Woche und 2 andere Videos, auch in Forza. Also bekommt ihr immer noch 5 Videos in Forza. Das Ganze bis zum, ich glaube, 25. September. Dann kommt noch ein Video in Forza. Und dann ab dem 30. das Forza 7 Let's Play. Wenn Amazon, wie gesagt, pünktlich liefert. Ich bitte euch, Amazon, bitte. Ihr könnt mir gern alles, alle Bestellungen später liefern, aber bitte liefert mir immer mein Forza pünktlich. Das ist ganz wichtig. Die erste Folge Forza 7 kommt am 30. wahrscheinlich auch schon so halt vormittags rum. Das wird dann, wenn ich dann abends nach Hause komme, so gegen 17 Uhr, halt direkt fertig machen, installieren, aufnehmen, dann machen, schneiden, hochladen, alles dann direkt schnell. Dass dann auch schnellstmöglich mit Forza 7 weitergeht. Aber das wird auf jeden Fall, das wird richtig cool, glaube ich. Auch an sich, der September bis dahin wird auch cool. Ich meine, Drag Races, die waren sowieso immer cool. Drag Race 100 wird sowieso, das wird, glaube ich, richtig geil. Und halt auch richtig geile Sachen geplant, aber auch schon gemacht. Also eigentlich sind jetzt soweit alle Videos, außer noch 3 Drag Races, die ich heute noch machen muss. Für Donnerstag, also für morgen, Samstag und für Montag, die nehme ich heute noch auf. Heute gerade den Forza drin, aber sonst ist eigentlich alles abgedreht. Ich bin soweit durch. Das Vorproduzieren auch fertig. Zum Glück. Er weiß nicht, er schlecht oder so, aber es ist halt trotzdem halt auch alles anstrengend. Und hat alles viel Zeit in Anspruch. Weil, aber wenn ich jetzt halt mal so eine Folge Forza aufnehme, das ganze Vorbereiten, das dauert ja auch alles ein bisschen, ne? Die Autos suchen, schon mal, weiß ich, die Meisterschaft erstellen, alles Autotune. Das nimmt ja auch alles viel Zeit in Anspruch. Das ist halt, das gehört halt dazu. Aber einige. Also bei vielen größeren Kanälen schon mit einige halt solche Kommentare, so, kannst auch nur am Zocken und so, findet ihr so viel Geld. Ja, es ist aber halt nicht nur den ganzen Tag zocken als Let's Player. Und einige sind so dumm und glauben das, aber das ist halt nicht so. Da gehört deutlich mehr dazu. Aber welche Leute, die denken, dass man YouTube-Einnahmen nicht versteuern muss, sind auch ziemlich blöd. Natürlich muss man die versteuern. Oder Geld geht ja auch natürlich nicht nur an einen selbst, sondern auch ans Netzwerk, an YouTube. Ich meine, an YouTube selber. Vielleicht noch an ein Netzwerk, wenn man eins hat. Will ja auch ein bisschen Cash haben. Versteuern. Ja, dann bleibt da nicht mehr so viel übrig, ne? Und dann am besten auch Videos werbeunfreundlich sind. Die auch ganz viele, die davon betroffen sind. Unter anderem auch die Marmeladenoma. Ich muss ja sagen, die macht schon echt werbeunfreundliche Videos, ne? Wie kann man denn sowas? Unglaublich. Ich meine, ich habe zum Glück kein Problem damit, weil ich schalte eh keine Werbung. Also ist mir das ziemlich egal. Ich werde auch weiter keine Währung schalten. Wozu? Es bringt eh nichts. Ich hätte so geringe Einnahmen, das wird sich überhaupt gar nicht lohnen für den Aufwand, den ich noch betreiben müsste dafür. Das Geld ist mir sowieso scheißegal. Was ich jetzt auch eigentlich wissen werde, ich schätze mal, ich mache aktuell eigentlich jeden Monat immer mehr Klicks als im Vorjahr, Vormonat. Das wird sich auch im September oder Oktober wieder ändern, schätze ich mal. Das ist dann erstmal wieder weniger wird. Aber das ist halt so. Das ist mir auch wirklich komplett egal. Hauptsache ich habe meinen Spaß, ihr freut euch über die Videos, was wollen wir denn mehr? Das sind auch die beiden Hauptziele. Dass sich die Zuschauer, die Abonnenten über deine Videos freuen, die geil sind, die ihnen gefallen, sich unterhalten fühlen oder was auch immer. Und halt, dass der Video-Creator halt noch Spaß daran hat. Oder Spaß daran haben muss. Weil eigentlich das Wichtigste am ganzen Video machen ist der Spaß. Und der soll doch niemals verloren gehen. Oder niemals in den Hintergrund geraten. Weil deswegen macht man ja nicht YouTube. Weil man daran Spaß hat. Ich habe auch daran Spaß. Ich mache es sehr gerne. Es macht zwar eigentlich nur Arbeit. Davon eigentlich so gesehen keinen reellen Wert, aber dafür ideelle Werte. Und jetzt weiß ich, nette Kommentare und sowas alles, ne? Positive Resonanz und ja, das ist halt das. Das habe ich davon. Hat den Spaß. Dass wir uns quasi gegenseitig glücklich machen. Dass ihr mich glücklich macht mit Kommentaren oder ne, wie die Videos so krass anklickst. Dass ihr mich. Oder dass ich halt euch glücklich mache mit den Videos. Dass ihr darüber freut und der Tag vielleicht gerettet ist oder so der Abend. Naja, genug gequatscht. Wir haben heute. Eigentlich quasi nicht wirklich was geschafft, aber wir haben nur die Meisterschaft gefahren.
Aber ich habe hier die drei Sachen erfüllt, die ich machen wollte. Das Abenteuer mache ich natürlich nicht, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ja, war doch eine sehr coole Folge, fand ich. Halt eher so eine Laberfolge. Aber das muss ja auch mal sein, ne? Tja, denn ist es das eigentlich letzte aktuelle Forza-Video, wo ich rede. Es wird noch weitere geben, die sind aber halt alle vorproduziert. Dann wünsche ich euch schon mal ein paar wunderbare Wochen. Wir sehen uns hoffentlich in einem weiteren Video wieder. Oder spätestens, ja, sonst gibt's Ärger. Spätestens zu Forza Motorsport 7. Und dann würde ich sagen, Ciao! -i!